Neue Folge, trinken solange es hell ist. Noch ist es hell, es ist Sonntagabend. Heute war eigentlich auch ein ganz angenehmer Tag draußen. Und für mich ist heute mal wieder ein roter angesagt. Heute gehe ich mal nach Italien. Jeder kennt in Mittelitalien die Bedeutung von Chianti, vielmehr von Sangiovese. Und da haben wir in Oberitalien, vielmehr im Piemont, in der Lombardei, eigentlich die Barbera-Traube angesiedelt, die genauso die gleiche Bedeutung hat. Die hat einen wahnsinnig schlechten Ruf eigentlich in den letzten Jahrzehnten gehabt, aber sie gewinnt gerade wieder so richtig an Qualität. Was wir jetzt hier im Programm haben und was ich jetzt heute Abend mir einfach ins Glas einschütte, ich mach's einfach mal, ist von Araldica Barbera d'Asti Superiore, ein DOC G, auch noch ein Bio-Wein dazu, 0,0 Gramm Restzucker, furztrocken und ein paar Gramm Säure braucht er natürlich, aber auch nicht so viel, 5 oder 6 hat er, weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ein wunderschöner, trockener, vollkommen kirschiger Roter. Da kommt schon, wenn du den in der Nase hast, der ist schon ziemlich geil. Nicht unterschätzen, der kommt aus Oberitalien, aber der hat auch 14,5 Atü, also 14,5%. Der sieht nicht, natürlich nicht ganz so dicht und brutal schwer aus wie, wie Nero d'Avola oder ein Cannonau oder was ähnliches. Oder auch wenn, ja, kommt eher in die Richtung Chianti, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Duft ist schon ziemlich geil. Der Duft ist schon richtig, richtig brutal. Also. Ja, richtig schön dicht konzentriert. Du hast so einen leichten Rauchtouch, ein bisschen Holztouch, so ein bisschen. Aber die hast du eine tolle Sauerkirsche. Schönen Holzton. Nicht zu aufdringlich. Ja, bombastisch. 14,5 Atü darf man nicht unterschätzen. Also das merkt man schon. Das ist nicht. Ist schon was Geiles im Glas. Muss man zugeben. Hat auch sehr viel Liebhaber, dieser Wein, als Barbera. Vor allem, weil er halt in der Qualität kräftig zugenommen hat. Ist ein DOC G, also höchste Qualitätsstufe Italiens. Und ein Bio-Wein dazu. Hat mit 8,90 € bei uns ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich auch dazu sagen. Wenn ich jetzt an gegrilltes Gemüse denke oder auch mal ja, vielleicht auch ein geschmortes Rindfleisch, also ein geschmortes, kein gebratenes. Oder so einen schönen Schweinebauch aus dem Ofen. Oder eine Schweineschulter aus dem Ofen, kommt auch richtig, richtig geil. Dann muss ich mir überlegen, ob ich das nicht mit dem Roten hier verbinden muss. Muss ich zugeben. Und wie gesagt, bei 8,90 fürs Fläschchen machen wir eigentlich nichts falsch. Am kommenden Wochenende ist bei uns Sommerfest, da steht er unter anderem auch auf dem Plan. Also wer von euch jetzt das Video schaut und Bock hat, sich da mal ein Gläschen zu gönnen, dann geht es bei uns im Ausschank, weil er halt auch so wunderbar in den Sommer passt. Das ist jetzt keiner, der gleich vom ersten Geschmack her komplett in die Beine fährt. Aber nicht unterschätzen, wie gesagt, 14,5 Atü. Das ist durchaus. Ist durchaus ein Reischen wert. Aber die merkt man gar nicht so. Das ist so das Schöne dran. Ne? Fließt so schön rein und schöne konzentrierte Kirschnote. Ein ganz toller Rotwein. Echt, also den kann ich, ja, dann trinke ich jetzt einfach noch ein Gläschen. Kleines. Trinken solange es hell ist. Dran denken. www.weinladen-brand.de, da ist der Shop. 8,90 € beim Sommerfest einfach mal probieren, wenn es passt. Könnt ihr was bestellen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Trinken solange es hell ist.